Hallihallo, ihr befindet euch in Karos Einfallsreich im wunderschönen Schwabach. Ihr Lieben, es ist wieder Insta-Hop-Zeit. Ich mache ja mit beim Insta-Hop, der vom Demorat von SU organisiert wird. Und in diesem Monat haben wir das Motto Christmas in July. Für mich als ausgemachten Weihnachtsfan ist das natürlich genau das richtige Motto. Und außerdem habe ich dann die Gelegenheit, euch auch ein bisschen die neuen Online-Exklusivprodukte oder zumindest ein paar davon zu zeigen, weil da ist nämlich schon ordentlich Weihnachten dabei. Das freut mich ja sehr. Was habe ich für euch? Ich habe für euch eine kleine Geschenkverpackung, so eine kleine Geschenktüte. Die hat hier oben einen Klettverschluss und reinpassen zwei solche Kugeln. Die gibt es ja auch in Rot. Ich habe jetzt momentan die Sommervariante, aber an Weihnachten soll es die auch in, könnt ihr die natürlich auch in Weihnachtsfarben geben. Außerdem gibt es an Weihnachten jede Menge Süßigkeiten, die weihnachtlich angehaucht sind, die da mit Sicherheit auch reinpassen. Ich denke zum Beispiel an kleine Weihnachtsmänner, die könnten hier vielleicht auch reingehen. Unter anderem die von dieser Marke. Die wir jetzt nicht erwähnen, weil wir ja keine Werbung machen wollen und die alle selber lesen können. Und ich von denen sowieso nichts kriege. Ich hasse dieses Rumgeeier. Diese kleine Box, die lässt sich auch wunderbar vorbereiten, damit ihr die praktisch jetzt schon basteln könnt und dann noch flach in der Schublade lagern könnt und an Weihnachten dann rausziehen könnt und in Masse verteilen könnt, wenn ihr das wollt. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ich habe ja schon gesagt, ich arbeite mit neuen Online-Exklusivprodukten und zwar habe ich mir da ein neues Papier genommen. Ich blätter mal ganz kurz mit durch, weil ich es wunderschön finde. Das heißt ikonische Feiertage und da sind wirklich jede Menge Motive drin, die man für alle möglichen Feierlichkeiten verwenden kann. Also zum Beispiel hier auch was Herbstliches oder natürlich eine Karo geht ja immer. Der wird nicht alt. Also da ist jede Menge drin. Die Farben, die hier drin sind, sind Terrakotta, Chili, Abendblau, Malve, Waldmus und Pekannuss. Hier wäre zum Beispiel auch was für Geburtstag. Also da sind ganz viele tolle Motive drin und auch schöne Farben, wie ich finde. Hier die Tauben würden sich vielleicht auch so für Hochzeiten oder Taufen, Konfirmation, Kommunion eignen. Ein paar neutrale Hintergründe. Ich finde, es ist ein äußerst gelungenes Papier und da arbeiten wir jetzt damit. Ein 6x6 Papier ist es und ihr wisst ja immer, wenn ich mit Inch arbeite, wenn ich mit Designerpapier arbeite, dann arbeite ich gerne mit Inch-Maßen und außerdem habe ich hier meine Box dieser Klappe hier, dieser Verschlussflasche angepasst und das ist auch ein Inch-Maß. Deswegen arbeite ich heute komplett in Inch. Ich habe aber wie immer alle Materialien und alle Maße für euch unten in der Infobox. Schaut da einfach mal rein, da habe ich Zentimeterangaben auch mit drin. Die sind dann allerdings natürlich ein bisschen krumm und eigenartig, ne? In Inch funktioniert das allerdings wunderbar. Ich habe mir hier jetzt dieses Karo-Muster ausgesucht für die Box jetzt. Und das Papier ist bemessen mit 5,5 Inch mal 6 Inch. Das heißt, also ihr lasst den Bogen auf der einen Seite komplett und verschmälert ihn auf der anderen Seite um einen halben Inch. Dann habt ihr 5,5 mal 6 Inch. Und so wie ihr das jetzt seht, ist auch oben und unten ausgerichtet. Das heißt, also das Papier muss in der Breite 5,5 Inch sein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wie hier ein Papier nehmt, das hier eine Laufrichtung hat. Und so wie es ist, also mit der 5,5 Inch Seite oben, lege ich mir das jetzt hier ein. Ihr könnt natürlich auch den Papierschneider verwenden, weil auch da sind Inch-Maße aufgezeichnet. Da könnt ihr euch sogar wunderbar hier an diesen Linien orientieren, weil das ist nämlich jeweils ein Viertel Inch. Hier unten ist die Skala für Inch. Ich habe da mal ein Video gemacht, könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr mit Inch noch nicht so gut zurechtkommt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an zu falzen. Und zwar falzen wir an der 5,5 Seite, die liegt oben an. Da falzen wir bei 1 Viertel, 2,5, 3 Dreiviertel und 5. Ich wiederhole das nochmal. 1 Viertel, 2,5, 3 Dreiviertel und 5. Und dann drehen wir uns das Ganze um 90 Grad und legen jetzt die lange Seite oben an. Und da falzen wir einmal bei ein Viertel. Und solange wir jetzt unser Falzbrett hier noch da haben, wie gesagt, geht auch mit dem Papierschneider, nehme ich mir jetzt noch ein Stück Farbkarton in Grundweiß und das hat die Maße 3 mal ein Viertel. Also von der Breite her genauso breit wie unsere Box hier eben ist. Das wird nämlich unser Deckel. Und da falzen wir einmal bei 3 Viertel Inch. Also. Schaut das jetzt schief aus?
Hier eine Falz bei dreiviertel Inch. So, dann kann unser Falzbrett weg. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wir kümmern uns mal hier um unsere Box. Ich ziehe jetzt erstmal alle Falzlinien nach. Bei Designerpapier, das ist immer ein bisschen dünner als unser Farbkarton, vielleicht nicht ganz so andrückt wie so ein Berserker. Ein bisschen vorsichtig sein, damit hier das Papier nicht bricht. So. Und ich glaube, dann drehe ich es mal auf die Innenseite, weil da seht ihr die Falzlinien vielleicht ein bisschen besser als auf diesem Karo-Muster. Nun ja, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Wir haben hier vier gleich breite Streifen. Das sind die Seiten der Box. Und hier auf der Seite so einen schmalen Streifen. Das ist unsere Klebelasche. Klebelaschen schräge ich mir immer gerne ein bisschen an. Das machen wir uns also hier jetzt zum allerersten Mal. So. Und dann haben wir hier unten ja unsere Falzlinie gezogen für den Boden. Und da kommt es jetzt so ein bisschen drauf an. Ich möchte dieses Teil hier, also die Seite, die hier an der Klebelasche dranhängt, das soll die Hinterseite von unserer Box sein. Also hinten. Und hinten und vorne, die Bodenlaschen werden immer gerade eingeschnitten. Das heißt, hier schneide ich an der Falzlinie gerade nach oben, bis die Falzlinien sich kreuzen. Und hier auf der anderen Seite auch. Dann habe ich die erste Bodenlasche. Wenn das hinten ist, dann ist das logischerweise ein Seitenteil. Das kann ich mir hier anschrägen. Wenn das Seite ist, dann ist das nächste dann wieder vorne oder hinten. In dem Fall ist das die Vorderseite. Da schneide ich die Bodenlasche hier wieder gerade an. So. Und die letzte Lasche ist dann wieder eine Seitenlasche und die schneide ich mir wieder schräg an. Und damit sich das Ganze hinterher noch ein bisschen schöner zusammenfügt, klappe ich mir jetzt diese geraden Teile, also die hinten und vorne Bodenlaschen, einmal aus dem Weg und schneide die anderen Teile einmal circa in der Hälfte durch. So. Und dann haben wir ein Teil, das schaut so aus. Was können wir jetzt noch ein bisschen beiseite legen? Jetzt kümmern wir uns um unsere Verschlusslasche hier. Da kommt jetzt eine Stanze zum Einsatz. Und zwar die Stanze Nettes Etikett. Die gibt es als Bundle zusammen mit dem Stempelset Nettes Etikett. Da gibt es auch Stanzformen, aber ich habe mich für das Bundle mit der Handstanze entschieden. Und außerdem gibt es da dann auch gleich noch einen Weihnachtsstempelset. Das zeige ich euch gleich. Jetzt machen wir erstmal hier die Form von unserer Lasche. Ihr kennt es ja normalerweise so, dass wir das Papier so in so eine Stanze reinschieben. In dem Fall möchten wir das anders machen und zwar fädle ich von oben ein. Also, das ist jetzt ein bisschen tricky, weil bei mir hängt gerade die Kamera und das Licht im Weg. So, einmal von oben einfädeln und ihr seht, das Papier hat genau die Breite von von unserem Etikett. Und dann schiebe ich das Papier so lange durch, bis es gerade so in der Stanze verschwindet. Also ihr könnt ja natürlich durchschieben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, aber wir wollen hier ja nicht zu viel abstanzen. Deswegen also so reinschieben, dass es hier gerade verschwindet. Gucken, dass hier die Kanten vom Papier parallel hier zu dem Stanz, zu der Ausstanzung liegen. Und dann wackel, wackel, einmal stanzen. So, dann habe ich mir hier nur so ein ganz kleines Stückchen abgestanzt. Und unsere Deckellasche hat hier diese Form. Wir könnten jetzt die Hinterseite lassen, aber auch da möchte ich das einmal verzieren. Deswegen mache ich genau das gleiche nochmal. Also hier einführen. Gucken, dass das Ganze hier einigermaßen gerade drin ist, dass ich mir hier hinten nicht zu viel abstanze. Und einmal stanzen. So, da war ich sogar noch knapper dran. Gut, die Stanze kann auch beiseite. Und jetzt kommt noch so ein bisschen Deko drauf. Ich habe euch ja schon ein neues Stempelset versprochen. Auch das ist in den Online-Exklusivprodukten. Und zwar heißt es Nikolaus und Co. Und ich finde das zuckersüß. Da gibt es hier nämlich einmal diesen Wichtel, den wir jetzt gleich verwenden werden. Aber auch ganz andere süße Sachen. Also ich finde zum Beispiel diesen Spruch artig bemüht zum Ankreuzen total putzig. Und hier auch dieses mit Liebe ausgesucht. Das schaut dann fast aus wie so ein Stempel und hier wie so eine. Ja, wie so ein Briefmarkenstempel. Das passt auch super zusammen, finde ich auch ganz putzig. Und unter anderem eben hier nochmal so einen Rahmen für unser Etikett.
Das verwenden wir jetzt alles nicht. Ich nehme den Spruch von den Elfen am Nordpol und hier diese Mütze und die ja, Wichtelfüße, würde ich sie jetzt mal nennen. Die habe ich mir hier alle schon mal auf einen Stempelblock gezogen. Und zwar habe ich das so gemacht. Ich habe mir zuallererst mal diesen Spruch aufgestempelt auf ein Restpapier. Und dann habe ich auf diesen Spruch, also den Spruch, den ich hier gestempelt habe, da habe ich dann den Stempelmütze hier oben hingelegt und Schuhe da unten hingelegt. So platziert, dass das vom Abstand hier schön ist. Und dann habe ich mir das Ganze mit dem Stempelblock aufgenommen. Damit habe ich jetzt hier zwischen diesen zwei Teilen den richtigen Abstand, muss nur einmal stempeln und kann das jetzt mehrfach nacheinander fortsetzen, kann sozusagen in die Massenproduktion gehen. Hier habe ich hier noch meine Falzlinie, die können wir einmal schon mal knicken, dann können wir uns hinterher nämlich ein bisschen besser orientieren, wenn die Falzlinie schon nachgezogen ist, wo mein Stempel hin muss. Und da fange ich jetzt auch mit dem Mütze und Füße Stempel an. Ich stempel in Espresso und setze mir den Elf hier einmal drauf. Mittig und so, dass der hier eben schön, ja, mehr oder weniger mittig auf diesem Etikett drauf ist. Und dann kommt noch der Spruch von den Elfen vom Nordpol. Okay, das wird jetzt für mich wirklich eine Herausforderung, weil ich nicht so richtig drüber gucken kann. Ihr habt natürlich da bessere Chancen, weil ihr das mit dem Kopf richtig drüber gehen könnt und dann könnt ihr den Spruch leichter platzieren. Oh, das ist dafür sehr gut geworden, muss ich sagen hier. Man muss auch mal Glück haben. So, und um das Ganze noch ein bisschen zu verzieren, möchte ich das noch anmalen. Und ich fange mal zuallererst mit den Strümpfen von dem Wichtel an. Dann nehme ich Limette Dunkel und male mir die einmal an. Kann das nämlich hier schon mal so ein bisschen trocknen. Im Papier ist ja Waldmoos, aber ich wollte hier so ein bisschen was etwas Leuchtenderes haben. Halt, und die Böbbel hier, die sieht man fast nicht, aber die werden auch noch grün. So, dann nehme ich mir Chili, hell und dunkel, und male hier die Mütze so ein bisschen an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo da wirklich der Schatten von der Mütze ist und von den Schuhen. Ich bin ja jetzt nicht so der Maler vom Herrn. Für mich kommt jetzt das Licht mal von links. So, und Chili hell. Und das Ganze hier jetzt noch fertig auszumalen. Es fällt hinterher auch nicht mehr auf, wenn ihr das einfach nur plan einfarbig ausmalt. Würde wahrscheinlich auch nicht groß anders ausschauen. So, und ihr könnt natürlich auch jede andere Stiftart dafür verwenden. Wenn euch das stört, dass die Alkoholmarker durchdrücken, dann müsstet ihr entweder mit ja, Aquarellstiften hier ausmalen oder mit Buntstiften oder mit irgendwas anderem, was nicht durchdrückt, oder ihr klebt euch hier unten nochmal ein Stück Papier dagegen. Der letzte Schliff ist noch, ich nehme mir jetzt noch einmal einen von unseren Markern, also nicht von unseren Alkoholmarkern, weil die verblenden ja, die laufen ineinander. Deswegen nehme ich jetzt einen von unseren anderen Markern. Früher hatten die so ganz, ganz dünne Spitzen. Ich habe noch so einen alten. Aber ich glaube auch mit den neuen Spitzen, dann werden die Ringelsöckchen halt ein bisschen breiter geringelt. So, und damit male ich mir jetzt hier so ein paar Ringelchen hin. An die Socken. So. Und das ist jetzt der letzte Schliff. Und dadurch, dass das eben keine alkoholbasierte Tinte ist, verläuft die jetzt hier nicht mit den Alkoholmarkern zusammen. Nur wenn ich jetzt mit dem dunklen Alkoholmarker da reingegangen wäre, dann wäre das ineinander gelaufen. Das wollte ich da eben nicht. Gut, angemalt. Jetzt fangen wir an, das ganze Ding zusammenzusetzen. Als allererstes klebe ich jetzt mal die Lasche hier dran. Wir haben ja gesagt, das, wo die Klebelasche dran ist, ist hinten. Und das drehe ich mir jetzt auch wieder so rum um, dass ich von innen drauf schaue. Also das ist die Innenseite von der Box hier. So. Und dann nehme ich mir hier auf die Innenseite von der Lasche gebe ich mir Kleber. Kleber, das ist das Stichwort. So. Und jetzt schiebe ich mir das hier drunter. Und zwar so, dass ich mir hier an den beiden Falzlinien ausrichten kann, dass die Lasche hier gerade und schön zentriert da in der Mitte liegt. Und außerdem auch so,
dass ich hier meine Falzlinie noch sehen kann. Ich hoffe, das kann man jetzt im Video erkennen. Hier sollte die Falzlinie noch gut zu sehen sein, weil dann klappt die nämlich hier gut rum. Dann hat die genug Spiel, um hier rumzuklappen, ohne dass sich da irgendwas, ja, räubert dagegen und wehrt. So, dann drücken wir das hier einmal an. Und als nächstes können wir hier schon mal die Seiten von unserer Box schließen. Da gibt es einfach wieder nur Flüssigkleber. Ihr könnt da natürlich auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Halt einen Kleber, der ein bisschen Zug aushält. Ich mag Flüssigkleber, wie ihr wisst. So, und wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet das Ganze als Massenproduktionsprojekt haben, dann könntet ihr rein theoretisch hier schon fast aufhören. Es gibt noch ein bisschen Deko drauf. Also zum einen müssen wir das ganze Ding hier natürlich irgendwie schließen können. Da nehme ich mir hier solche Klettpunkte. Die habe ich mir mal bei Amazon gekauft. So. Und da ziehe ich jetzt eine von diesen beiden Trägerfolien ab. Also nicht beide, sondern nur eine. Und klebt mir die jetzt auf der Innenseite von der Lasche so an, dass ich hier nicht ganz oben bin, da wo die Falzlinie ist, aber auch nicht ganz, ganz unten an der Spitze, weil ich brauche hier ja noch so ein bisschen was, wo ich anziehen kann, um die Lasche auch tatsächlich zu öffnen. Also ich gehe in etwa hier hin. Das ist ein ganz guter Punkt. So, die andere Schutzfolie lasse ich gerade noch drauf. Die langen wir jetzt noch nicht an. Dann habe ich mir überlegt, kann ja ein bisschen Bling Bling nie schaden. Ne? You can never have too much Bling Bling, wie es mal so schön heißt. Dann nehme ich mir jetzt einfach unsere Basic Strasssteine und den Marker, den dunklen Chili Marker von unseren Stampin' Blends, also nicht den normalen hier, den Stampin' Write Marker, sondern die Stampin' Blends, die Alkoholmarker. Weil mit denen kann man nämlich diese Steinchen auch wunderbar anmalen. So, da male ich mir jetzt zwei so kleine Steinchen an und einen von den größeren. Wunderbar. Und ihr seht, tada, so schnell geht es. Schon haben wir farblich passende Steinchen dazu. Und die können wir hier unten noch draufsetzen. Wo irgendwo hatte ich mal mein Tech-Pick-Tool. Hier. Das hat sich schon wieder weggebubbelt. Na gut. Da setze ich hier unten auf die Lasche einmal einen von den größeren Steinen in die Mitte und die zwei kleineren hier daneben. Drücke die nochmal fest. So. Und dann kommt noch ein Schleifchen drauf, weil Schleifchen sind auch immer schön. Ich habe das erst so gehabt und dann war es mir zu wenig. Und dann habe ich mir dieses Band genommen. Das heißt, wo steht es auf Deutsch? Geschenkband mit Streifen. Und das finde ich so schön, weil das so schön glitzert und glänzt. Das eignet sich, finde ich, wunderbar auch für Weihnachten. Und das falte ich mir jetzt einfach nur einmal so in der Hälfte und lege mir das hier oben um die Lasche rum und mache hier einfach nur einen Knoten. Es muss keine Schleife sein, weil wenn man den Knoten richtig bindet, schaut es aus wie ein Schleifchen. Und das ist ja immer sehr freundlich, was so Massenproduktionen anbelangt. Weil wenn ihr jetzt da jedes Mal ein echtes, schönes Schleifchen binden müsstet, also vielleicht gibt es Leute, die das schön und schnell können, aber ich kann das A weder schnell, noch bin ich dann hinterher mit dem Ergebnis zufrieden. Also ich bin ja so ein furchtbarer Perfektionist und dann muss ich da noch 3 Stunden an so einem Schleifchen darum bauen und dann ist kein schnelles Projekt mehr. Aber hier so ein Knoten, das geht relativ flott. Schneide ich mir das hier noch schräg an. Braucht weniger Material als ein Schleifchen und geht deutlich schneller. So, und wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet von dem 20 für die Weihnachtsfeier machen, für eure Kollegen, dann könnt ihr jetzt 20 so basteln und an dieser Stelle aufhören und die so wie sie sind in die Schublade legen. Und wenn dann Weihnachten ist, dann müsst ihr nur noch die Bodenlasche schließen und hier den Deckel ankleben. Und das war es dann eigentlich schon. Wir tun jetzt mal so, wie wenn schon Dezember wäre und bauen das ganze Ding zusammen, damit wir hier ein fertiges Projekt haben. Also, der Boden, die Bodenlasche, das ist hinten. Ups, da ist die Kamera. Hinten kommt als erstes rein. Ihr kennt das Spiel und dann kommt Kleber auf alle anderen Laschen drauf.
Auch da wieder was nehmen, was ein bisschen Zug verträgt. Und dann zuerst die Seiten rein, schauen, dass wir hier einigermaßen im rechten Winkel sind. Dann kommt die Lasche von vorne drüber. Das ist gerade, mehr oder weniger. Und dann gehe ich hier einmal mit dem Falzbein rein und streiche das noch fest. So, dann kann ich da mal meine Bonbons reinschmeißen. Und jetzt müssen wir hier die Seiten noch formen. Und das macht man wie folgt. An die vier Ecken von dieser Box gehen beide Mittelfinger und beide Daumen. In die Mitte kommt hier der Zeigefinger, also beide Zeigefinger. Dann drückt ihr mit den Zeigefingern nach in die Mitte zusammen und führt Daumen und Mittelfinger zusammen und dann bildet sich hier unsere Taschenform. Dann könnt ihr da auf der Seite nochmal so ein bisschen mit dem Finger nachhelfen, dass das hier eine schöne Form ergibt. Und dann habt ihr hier diese Geschenktüte. Damit der Deckel geschlossen bleibt und geschlossen hält, muss jetzt hier natürlich noch der Klettpunkt befestigt werden. Dazu auch die zweite Klebefolie hier lösen, wenn sie denn abgehen würde jetzt. Und dann gucke ich immer noch mal, ob hier wirklich alles hier geblieben, alles schön gerade sitzt und mir das alles so gut gefällt. Hier gucken, dass wir hier parallel sind zu den Seiten von der Box. Und dann drücke ich hier einmal fest. Das hilft auch, wenn da schon ein bisschen was drin ist, dann hat es nämlich ein bisschen Widerstand. Dann gehe ich hier so ein bisschen mit dem Fingernagel dazwischen, löse mir die Klettpunkte und drücke die hier nochmal feste an, damit die hier nicht mehr abgehen. Und damit ist mein Projekt fertig. Ich finde, es ist ein süßes, schnelles Projekt, wenn man nicht so viel labert dazwischen. Und jeden Schritt sozusagen einzeln in Masse produziert, dann habt ihr relativ schnell relativ viele von solchen kleinen Böckchen gebastelt oder von solchen kleinen Geschenktüten. Ich finde, das ist ganz süß. An Weihnachten passen, wie gesagt, bestimmt auch kleine Nikoläuse da rein. Und so ein kleines Goodie für liebe Menschen kann man doch immer ganz gut gebrauchen. Ich hoffe, euch hat die Idee Spaß gemacht. Schaut auf Instagram vorbei und schaut euch noch die ganzen anderen tollen Ideen von meinen lieben Mitbastlerinnen im Insta-Hop an. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit und bei euren Basteleien. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.